Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario Brothers 3 mit dem Captain aus der Kanjos Corner. Hallo meine beiden Kätzchen. Und mir, dem Failout. Wir spielen auf der Switch übrigens. Falls ich das im ersten Part nicht erwähnt hatte, weiß ich nicht genau. Danke. Wie versuchst du dich abzulenken? Ich will das neue Icon da unten. Sehr gut! Oh, Merito! Es bringt dir doch gar nichts, wenn ich nicht mehr Leben habe, weil da müssen wir, wenn ich ein Level fertig mache. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Das war Warum geierst du denn jetzt das Piraten-Memory-Spiel? Das war einfach plötzlich unten links unten beim Start. Dann ist das so. Deswegen dachte ich mir, mache ich das einfach mal, bevor du das machst. Ja, ich dachte es mir. Auf geht's in diese wundervolle Wasserwelt. Yeah. Wo siehst du denn hier eine Wasserwelt? Ohne Witz, da war ein kleiner See an dem Level auf der Overworld, ja. Siehst du da? Guck, hier ist Wasser. Das ist der See. Ja, du hast recht. Ja, die haben sich was dabei gedacht, als sie das designt haben. Unfassbar, man könnte fast denken, die haben sich was bei gedacht, als sie das designt haben. Ja, ich sehe schon, eloquent wie immer. Und so einzigartig in meinen Aussagen. Sag mich, das war die ganze Welt. Hätte ich da draufbleiben sollen noch, um irgendwas Das war die ganze Welt. Das war die ganze Welt. Du bist wieder wahr, also. Ein bisschen. Na gut. Aber finde ich schon komisch. Die Level in diesem Spiel sind für gewöhnlich auch gar nicht so lang. Ja, aber das war ja jetzt schon. Das war jetzt relativ easy zu machen. Ich finde es einfach lustig, wie die Melodie wirklich stellenweise einfach rumleiert. Es ist sehr interessant. Also auf dem NES Mini war es besser. Wieso bist du da reingesprungen? Ja, bin ich nicht. Er hat einen Phantomdrücker gehabt. Hast einen Drift mit deinen Knöpfen gehabt? Ja, wahrscheinlich. Naja, was willst du machen? Dun 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 dun. Budum. Ist ein Phantomdrücker, wenn du auf Toilette sitzt und nichts rauskommst? Der musste gerade raus. Also der Spruch jetzt, meine ich. Ja, ich sehe schon. Oh Gott. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt die Schwitz nehmen. Die Schwitz. Und wir nehmen die Schweiz und schieben sie woanders hin. Annektiert im Namen von Rom. Oh Gott. Warum bin ich da jetzt nicht einfach durchgelaufen durch den? Naja, ich weiß es nicht. Manchmal hat man Angst. Und dann wird es ganz gruselig. Denk an den Tipp, den Prinzessin Toadstool dir gegeben hat. Mit den Geistern, ja, ich weiß. Ja, genau. Nicht die Geister angucken. Nee, andersrum war es, glaube ich. Ja, war andersrum. Okay. Boah, sind die schnell hier. Boah. Das ist ja... Kommt, da ging es noch weiter. Bitte, da gab es voll das geile Ziel. Oh mein Gott, wer ist das? Das ist... Es ist Metall Boom Boom. Oh, es ist Night Monkey. Zack, 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 zack. Hammer up, dude, du bist der Nächste. Ich wünschte echt, dass Tobey Maguire damals Night Monkey gehabt hätte. Und dann hätte ich mir so gerne vom ersten Teil am Ende mit dem Ich bin Spider-Man gerne die französische Variante angehört. Je suis le Night Monkey. Bin ja schon gespannt auf das eventuelle Multiversen-Crossover von den ganzen Spider-Man-Geschichten. Naja. Ob überhaupt was draus wird, weil zurzeit kann man ja auch die Filme nicht hier zu Ende drehen oder sowas. Beziehungsweise doch, es wird ja mittlerweile alles locker hier. Aber so politisch wollen wir mal hier nicht werden. Richtig, richtig. Ne, was ich auch krass finde, ist, dass die das jetzt halt auch wirklich übereinander gebaut haben hier. Und man die Röhre eben so von unten und oben halt, von unten nach oben so verfolgen kann. In Mario World später, da hast du ja immer dann einzelne Räume, wenn du irgendwie so eine Überblendung hast. Da werden einfach die Röhren miteinander verbunden. Vermutlich, weil... Hier geht mehr. Ja. Vermutlich, weil das NES besser ist als das Super Nintendo. Ja, weil es einfach mehr Rechenleistung hat. Nein, nein, nein. Das NES ist nicht besser als das Super Nintendo. Das Super Nintendo ist eine der besten Konsolen aller Zeiten. Das ist in der Tat wahr.
Nach meiner bescheidenen Meinung. So, jetzt gucke ich mal, was da weiter rechts ist. Ach, gar nichts. Nö. Sieht jedenfalls nicht so aus. Was war vielleicht? Nee. Nee, sieht nicht so aus. Ach, shit. Oh, das ist natürlich schlecht jetzt. Ich komme noch in die Tür. Ich komme noch. Nee, komme ich nicht. Jetzt. Oh. Hast du es gesehen? Ja. Voll der Bug-User. Das war ja schon mysteriös. So. Nice. Zwar einen Schaden genommen. Pow, explodiert ist er. Yeah. Schüssel hat er noch gekriegt. Richtig gut. Jetzt sprengen wir das Castle in die Luft. Pow, 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 pow. Jetzt kannst du da unten lang. Jetzt ist Luigi dran. Der ist auch schon in der Nähe. Oh Mann. Yeah. Röhre. Mann, oh Mann. Luigi geht ran. Ich hab den Timer gerade vergessen. Ist mir gerade eingefallen. Was soll's? Ich nehm die dritte. Ich nehm die dritte. Oh, cool. Ich nehm die hintere drei. Klang so, als wenn du das erst sagen wolltest. Was macht das hier? Jetzt komm ich damit. Oh, Star Road. Oh mein Gott. Es geht los. It's Rainbow Road. It's the road we go. It is the Rainbow Road. Wo bin ich denn hier gelandet? Auf der anderen Seite von dem Hammer Bro, den wir rechts oben gesehen haben. Oh, crazy sweet. Crazy Sweet könnte, oh, glatt, oh, könnte glatt irgendwie der Slogan für einen Kaugummi sein. Könnte auch ein Rapper sein. Ey, yo, ich bin Crazy Sweet! Ja, oder für ein Kaugummi. Ja. Oder so, oh, irgendwas mit. Crazy, crazy Sweet. Was insgeheim drinnen noch so einen sauren Kern hat. Ja, natürlich. Das ist der Crazy Teil von Crazy Sweet. So ein umgedrehter Center Shock quasi. Ja. Ah ja, da wo du gerade hingelaufen bist. Bis hier. Ja. Ja, ja, ich. Ja. Ich hab direkte Luftlinie hier. Weglinie, du. Grund. Ja, Bodenlinie? Ja. Brunnenlinie. Oh. Grund-Bodenlinie, keine Ahnung, wie sagt man? Ist ja nicht Luftlinie, aber. Was naja, schon, aber. Für Merk- direkten Weg, Bananen. Du weißt, was ich meine. Was? Der hat Bananen? Was? Ja, warum nicht? Das waren Boomeränge. Boomerangs? Bananoränge. Boomerie? So, ich. Oh. Alles gut. Ich kümmere mich jetzt hier gar nicht erst um irgendwas. Ich muss mich um irgendwas kümmern. Ich muss mindestens groß werden. Aber ich soll hier rankommen, weil ich nicht groß bin. Hahaha. Ja. Oh. Vielleicht mit einem Cooper Shell. Vielleicht auch, wenn ich mich nicht einfach in den Tod stürze. Das kannst du natürlich auch jederzeit machen. Nee, kann ich nicht. Kann ich. Naja. Nee, kann ich nicht. Ja, doch, kannst du anscheinend jederzeit machen. Ja. Oh. So, also jetzt. Die Bananen sind geschält. Ich seh's doch. Und dann hat er einen roten Ring drumherum gemacht. Banana Bro. Banana Bro. Oh. Oh, Musik. Oh. Wofür war die Musikbox nochmal? Die Musik freigeschalten für den Titelbildschirm. Ha, das war's. Nee, was kann man damit nochmal? Kann man damit. Weiß ich nicht. Was Geheimes. Level überspringen? Nee, das war die Wolke. Haha, jetzt bist du gefangen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Ich spiel doch sowas normalerweise nicht. Nur wenn ich dich jetzt zwinge. Ja, ich spiele trotzdem immer nur Solitär. Normal oder Spider-Solitär? Ne gutes altes Klondike. Yeah. Klondor-Solitär? Oui, oui. Ah! Die Kante oder was? Ja. Oh. Game over. Game over! Weißt du, was das Problem daran ist? Dass jetzt alle Türen versperrt sind. Yep. Naja, also du musst jedenfalls, du kommst an dem, nee, du kannst einfach doch, in die Röhre. Ich kann doch einfach mit der Röhre gehen. Oh Mann, und du hast sogar das Bonuslevel wieder. Ja, Babe. Babe? Ist alles, Schwein. Stanislavski. Ach komm. Was ist denn jetzt hier passiert? Das war doch jetzt aber Absicht. Nee, ich wollte den Cooper haben, aber das, da habe ich Kacke gebaut. Kacke, Steve. So, auf geht's. Picky Bugs and Contents will help you on your way. Diesmal nehme ich die vordere drei. Du Viridian City. Toll. Yeah. Ach ja, übrigens, wenn du auf der World Map bist und Select drückst, kannst du davon was ausrüsten. Ach, Sugoi. Knopf drück, Select klappt nicht. Nee. Y? Y-Lon. L-R? Nee. X-A? Es ist X. Der X, oh, okay. Nehme ich den linken und rechten. Meinst du, wer ist auf länger haltbar? Na, den hast du. Okay. Oh mein Gott, der ist so groß. Der zweite, der so was schießt. Der zweite war länger haltbar, den hast du später bekommen. Das stimmt. Aber ich hab gefährlich.
Wobei, das heißt nicht immer, dass sie länger haltbar sind, ne? Ja, gut. So, aber Logik sagt, das hast du, den hast du später bekommen? Die Logik sagt das. Eigentlich hast du recht. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Oh, aber dann kannst du da die Boxen kaputt machen und gucken, was da drin ist. Ja, Mann, Baby, es ist der Stern! Und nein, das Spring funktioniert nicht. Ah. Gott, ich hab auch noch einen. Nee. Ja. Wenn du jetzt aber stirbst, dann sind auch die anderen Level weg. Geht dann die Tür wieder zu? Nee, das glaube ich nicht. Das ist gemacht, wenn du die Shortcuts hast, dann sind die Shortcuts offen. Warum bist du denn so merkwürdig koloriert, mein Freund Mario? Weil er sich eine Feuerblume genommen hat. Oh! So ein gut, wenn man eine Feuerblume hat, kommt man besser durch die Wüste. Das war auch meine Idee, ne? Das ist ja auch eine richtig gefährliche Gegend hier. Ja. Wir sind nicht mehr in der Bronx, Dorothy. Ah, die Stelle hasse ich. Ist doch voll. Okay. Nicht gesagt, sie sind sehr kompliziert. Naja, du musst halt einfach nur auf einen der beiden Koopas springen, damit er losgeht, damit das hier in Gang gesetzt wird. Aber ich schaff's nicht, das irgendwie hinzukriegen, ohne getroffen zu werden. Hier in der Box ist irgendwas drin, glaube ich. Mir egal. So, jetzt habe ich die Leute angeteasert, jetzt müssen sie es selbst spielen. Oder ich mache Made Nintendo Million Bucks! Ups. With Cliffhanger. Ja. So. Warum? Und dann nominitanisieren sie das Video. Monetarisieren sie das Video eh. Enominitarisiere dich, danke. Oh nein, ich hasse die Sonnenlevel. Spreng, Luigi, du bist zu grün. Du weißt, dass du natürlich... Oh, na gut. Da muss ich mir selbst applaudieren. Zurück in die Röhre mit dir, Müffel da, Luigi. Ein Satz, den du wahrscheinlich auch schon öfter in deinem Leben gehört hast. Zurück in die Röhre mit dir. Ja. Doch die In-Vitro-Fertilisation war schon beendet. Die In-Vitro-Fertilisation? Was ist zur Hölle? Was war das? Tornado. Ah, natürlich. So sieht ein Tornado aus. Kennt man doch, die Wüstentornados. Ja. Tornado. Oh, die Sonne. Guck mal, die sieht ja auch gar nicht freundlich aus. Stell dir vor, die hätten die Sonne bei den Teletubbies benutzt. Die hat mich voll verbrutzelt, hast du gesehen? Ja, ich sehe schon. Ah, oh, wenn wir Braten, Maxe grillen. Da fängt die Stimmung an. Ja, aber hallo. So, jetzt kommt's. Grill, knusprig, kross, da fängt jeder gleich an. Aber hallo. Dein Bratmaxe schmeckt, ob groß oder klein. Aber hallo. Oh Mann! Und weil sie immer gelingt, springst du auch noch mit rein? Jesus Christ, was ist denn da los? Oh, weh. Wenn wir Brat-Mario grillen, fängt die Stimmung an. Oh, yeah. Ja, Pucci. Oh, oh. Pucci. Oh, die Sonne. Ja. Die ist schon immer mein Feind gewesen, auch im richtigen Leben. Das sieht man. Du siehst mich gar nicht. Ich meine so allgemein gesprochen. Ach so. Man soll nicht verallgemeinern. Warum rotiert die auch so viel? Was soll denn das? Das verwirrt einen doch. Ja, das ist ja Sinn der Sache. Ach so. Ah! Jawoll! Na. Danke. Warte mal. Yeah. Das ist aber auch alles, was man machen kann, wa? Man kann. Ja, es ist unglaublich. Man kann klatschen. Man kann Luigi hinterher so. Na, da ist er. Da, na. Warte. Oh, jetzt nehme ich die mittlere in drei. In der Nase bohren. Komm. Ja. Komm hier. Mach die Kiste für mich auf. Oh, guck's dir an, ich hab. Hier ist das Hanf? Ja, du hast Hanf gekriegt. Alright! Das nächste Level wird trippy! Offensichtlich. Wie weit kommt ich hab mich verlesen, das ist Fifi! Oh shit, Fifu! Hau ab, Fifu! Fifu? Fifu. Lefu. Lefu. Ah! Man muss einfach springen. Ich hab das Rätsel geknackt. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Der ist nicht grün, sondern rot.
Aber wieder nur so ein bisschen Wasser. Was macht das Wasser da? Ich weiß nicht. Oh, das sammeln sie für den Regen. Vor den Regen. Also das Regenwasser. Das sammeln sie für den Regen, damit der Regen was zu trinken hat. Ja. Weiß doch nie, wann der loskommt. Weil so viel gerade. Achso, da unten geht's nicht weiter. Dafür braucht man den Hammer. Ah, den Hammer kommt hier auch noch nicht trinken. Kommt mir her. Guck ich mir mal das Level an. Das haben wir noch nicht gesehen. Oh, hier gibt's die andere. Hier gibt's die andere Flöte. Okay, na dann, go for it. Ich gebe mein Bestes. Oh. Weißt du, wie viele Level wir jetzt nochmal neu machen dürfen? Eins. Sich ein paar. Oder eins, ja. Zwei mindestens. Oh. Dann. Aber ich bin immer noch hier. Ach nein, verdammt, ich bin ja hier. Oh nein, ja. Oh nein, all die Level. Oh nein, nicht das Level. Mein Erz-Nemesis von allen Leveln. Aber weißt du, was das Gute ist? Wenn du jetzt stirbst, dürfen wir alle Level nochmal neu machen. Ich kann nicht mal was dafür. Naja. Was ist, wenn wir das Spiel heute durchkriegen? Ja, das war sehr optimistisch gedacht. Ich sehe das nun ein. Aber... Ich dachte, du kommst mit deinen coolen Flötentricks. Wollte ich ja auch, aber die erste Flöte habe ich halt voll verkackt, ne? Pick-a-box, it content will help you on your way. Mario. Okay, also links und rechts sind Pilze drin, in der Mitte ist immer das Hand. Blatt? Das kann eventuell so sein, ja. Ist nicht randomized, warum auch? Wozu? Es gibt wirklich einige von denen, da kriegst du immer dasselbe drin, glaube ich, mit den Boxen. Also ich glaube, es ist sowieso immer, wenn du weißt, in welcher Box was ist, ich glaube, das ist nicht randomized. Das ist halt einfach wahrscheinlich da. Und fertig ist. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich eine Box dann in der dritten Welt, wo in jeder der drei Boxen der Froschanzug drin ist. Das wollte ich sagen. Wo halt nichts anderes drin ist. Der Froschmann. Oh Gott. Le Idiot. Also Le Fou. Heißt das der Idiot? Ich glaube, das heißt Le Fou. Also im Prinzip. Das google ich jetzt mal. Le Fou. Deutsch übersetzt. Dunkles Design ist verfügbar. Was willst du denn jetzt von mir googeln? Was? Oh, dunkles Geheimnis verfügbar? Ja. Hey, ich bin's Google. Ich habe ein dunkles Geheimnis für dich. Per Le Fou ist herumalbern. Okay. Fou ist verrückt. Oder verrückter. Also der Verrückte, der Wahnsinnige quasi. Naja, das ist, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Es lässt viel Interpretationsfreiraum. Ja. Oh. Boah, was für ein Hammer-Move. Den gucke ich mir ab und krieg nicht hin. Das ja. Ich hier. Oh Gott. Oh, das wär's ja jetzt gewesen. Nein, aber wenn... Nicht, du... sonst doch gar Nein, nicht. Ich wollte ihn... Oh, egal. Weil dann hätte ich... Achso, ich kann doch sowieso hier oben die Boxen einfach kaputt machen. Ja, Mann. Und dann habe ich hier den Stern, der in die falsche Richtung fliegt. Yeah. Nein, es geht genau in die Richtung, wie du es prophezeit hast. Bam, bitte, bam, bitte, bam. Wow. Oh Gott. Oh. Irgendwo hier ist was versteckt. Oh. Vielleicht, man kann hier alles abräumen. Boop. Oh nein. Oh, das ist jetzt aber... Was ist da oben rechts? Ich glaube, da ist nichts weiter. Nein! Ich hasse diese Stelle. Ich sehe schon. Mal sehen, ob ich zu dieser Stelle hinkomme. Oh nein, ich glaube, das hat man in meiner Stimme gehört, dass mich das legitim aufregt. Ja, schon irgendwie. Dabei ist das nicht mal so schlimm, ich bin nicht immer sauer auf das Spiel. Ach, aber dann weiß ich muss einfach dieses Spiel nachbauen, um dir eine schlimme Zeit zu geben in Mario Maker. Ich muss nur... Oh nein, nein, komm zurück! Oh, verdammt. Naja, was soll's? Dann muss ich das einfach ohne schaffen. Was soll's? Was soll's? Man muss, schaffst du. Das schaffe ich. Du musst einfach so gut sein. Ich muss einfach so gut sein, hast du vollkommen recht. Ich werde das jetzt machen. Wir werden jetzt hier hochgehen und dann, wenn man hier oben steht, findet man hier das Geheimnis. Verdammt! Richtige Wolken! Das ist
hätte klappen können. Keine Zwiebeln im Himmel. Wo sind die Zwiebeln hin? Oh. Wie, die Zwiebel ist hin. Oh, scheiße, ich habe vergessen, dass die sich bewegen. Mann. Ja, der da oben, der bewegt sich. Das hat mir, ja, danke. Gerne. Ich werde es beim nächsten Mal wieder vergessen haben. Sehr wahrscheinlich. Ja. Und weißt du auch warum? Weil das nächste Mal wird irgendwann in ein paar Jahren sein. Weil ich werde jetzt dieses Level schaffen und dann schaffen wir diese Welt und dann müssen wir das nie wieder machen. Fantastisch. Und dann brauchst du auch diese Information nicht mehr. Okay, kann ich mich mit arrangieren. Ne, ist doch ein guter Plan, finde ich. Findest du aber was auch? Ist, wenn ich irgendwann Mario 3 Lehrer werde? Mario 3 Lehrer? Ja, Mario 3 Lehrer. Ich will irgendwann. Wieso willst du Speedrun und dann? Irgendwann werden Spieler an den Universitäten unterrichtet und dann Grundschulen, aber nichts dazwischen. Und dann. Und du unterrichtest Mario 3. Ich unterrichte Mario 3. Der Aushilfslehrer für Mario 3. Ach so, du bist ja aus. Okay, das ergibt Sinn. Ich dachte jetzt schon, dein Hauptfach sind irgendwie Jump'n'Run-Spiele oder sowas. Nicht jetzt, Timer. Ich hab Stress. Ja, immer noch dieser blöde Timer-Sound. Oh, oh, oh. Da geht voll die Party. Eigentlich müsstest du dir den Panzer da mitnehmen. Und aber dann hier reinschmeißen, kommst, ja. Ja, da bist du das Problem los. Ja, ist gut, Timer. So. Ja, er springt halt, wenn er den Panzer losschickt, springt er nicht von dem richtig ab, sondern ist dann einfach da. Und das ist das, was mich immer wieder aus dem Konzept bringt. Weil hier ist nicht genug Platz, großartig, um... Michelle spielt Dragon Quest 9. Ne, 11. Michelle! Liebe Grüße an Michelle. Wahrscheinlich die 11, da es die noch nicht gibt. So, hoch. Ne, da ist nicht genug Platz, um irgendwie, dass die Shell so viel Zeit hat, dass ich, dass ich da rausspringen kann oder so. Das ist für mich immer das Problem. Ja, ja. So, das heißt, du darfst jetzt beim nächsten Mal das Sonnenlevel machen. Nee, ich darf das mit dem Hammerbruder machen, aber was soll's. Richtig. Das ist ja voll der Hammerbruder. Ja, und ja, damit, Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit dieser Folge von Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3. Ihr wisst, was ich meine. Und tschüss, bis dann. Macht es gut mit den tanzenden Palmen. Ah ja, und abonnieren, kommentieren und so und bla. Ja, genau, all den ganzen Krebs. Krab. Entschuldigung.